Liebe Geschwister im Islam, wir haben wieder Freitag, wir sind wieder in der Moschee, wir hören wieder den Worten des Predigers. Wir kommen gemeinsam zusammen, um zu reflektieren, um unsere Woche Revue passieren zu lassen und nochmal zu überlegen, was wir in der letzten Woche alles an Richtigen gemacht haben und an Falschen. Das, was wir an Guten gemacht haben, das wollen wir versuchen fortzuführen und zu vervollständigen. Und das, was wir an schlechten Sachen gemacht haben, dafür wollen wir Allah um Vergebung bitten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass zwischen dem Freitagsgebet und dem nächsten Freitagsgebet, was dazwischen ist, gelöscht wird an Sünden, was man da begangen hat. So ist es auch von Ramadan zu Ramadan. So ist es auch von einem Gebet zum nächsten Gebet. Die Frage ist, warum ist das denn so? Was bedeutet das? Was bedeutet das, dass wir unsere Sünden vergeben bekommen, indem wir jetzt zum Beispiel hier zusammenkommen? Was unterscheidet uns zu dem, was wir sonst machen in der Zwischenzeit? Wir kommen sozusagen aus unserem Dunya-Leben heraus und reflektieren über das Leben hinaus noch etwas. Wir kommen zusammen, wir lesen Koran, wir hören der Predigt, wir stehen im Gebet, alles arbeitet um einen herum und man geht raus und stellt sich nebendran, geistig und körperlich, und begibt sich auf eine spirituelle Tour zu Allah subhanahu wa ta'ala, um nochmal nachzudenken und zu reflektieren. Was mache ich überhaupt hier? Was machen wir hier auf dieser Erde? Was macht es für einen Sinn, dass wir hier überhaupt existieren? Wieso leben wir, essen wir, trinken wir und gehen wir umher? Was will Allah von uns auf dieser Erde? Und wir machen immer viele Fehler und Sünden, und die müssen wir versuchen immer auszulöschen, zu verbessern und uns zu entwickeln. Und dafür hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, ihr braucht eine Auszeit. Eine Auszeit raus aus dem Alltag, 5-mal am Tag raus aus dem Alltag. Und da kommt es natürlich darauf an, wie aktiv ich mich diese Auszeit begebe, wie gut ich mich darauf vorbereite, wie intensiv ich reflektiere, während ich bete, während ich Tasbih mache, während ich Koran lese, während wir jetzt hier bei der Khutbah sind. Jeder hat so seine Methode, wie er das macht. Es gibt Leute, die beten einfach nur Rakat und Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, und geht wieder raus. Was hat er von seinem Gebet mitgenommen? Es gibt Berichte, dass das Gebet sozusagen ihm wieder zugeschmissen wird. Hier, dieses Gebet brauchen wir nicht. Ja, Allah braucht nicht so ein Gebet, wo du nur so Assalamu alaikum und irgendwie deine Zunge bewegst. Allah subhanahu wa ta'ala möchte gerne, dass wir uns von innen her ihm zuwenden. Das ist das, was wir machen sollen. Du siehst zwei Leute beten. Von dem einen wird es angenommen, von einem anderen nicht. Wir kennen die Geschichte von den Kindern von Adam a.s. إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْأَخَرِ. Die haben beide ein Opfer gegeben für Allah. Von dem einen wurde es angenommen und von dem anderen nicht. Von außen sieht es gleich aus. Von außen sieht man keinen Unterschied. Beide haben ein Opfer gegeben. Beide Geschwister beten. Von dem einen wird es aber angenommen, von dem anderen nicht. Warum? Weil die innere Einstellung entweder richtig war, beziehungsweise falsch in dem anderen Fall. Und daran sollen wir arbeiten. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala gerne von uns möchte. Er möchte, dass wir uns entwickeln. Wir sollen ihn erkennen. Wir sollen erkennen, worauf es ankommt auf dieser Erde und im Leben danach. Und darüber reflektieren und nachdenken. Häufige Fehler, die dabei entstehen, ist, dass man auf Altes, Gewohntes zurückgreift und es dann einfach so als gegeben hinnimmt und darauf immer wieder aufbaut. Man hat bestimmte Sachen, die man im Alltag immer wieder macht, die aber eigentlich hinderlich sind. Es gibt Gedanken, die wir hegen oder die wir in unseren Köpfen haben, die uns eigentlich hindern, uns zu entwickeln. Und deswegen beten wir, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nochmal darum bitten, dass er uns den geraden Weg zeigt. Warum sagen Muslime im Gebet 17 Mal mindestens am Tag Ihdinas Sirat al-Mustaqim? O Allah,
zeige uns den geraden Weg. Aber du bist doch Muslim. Bist du nicht schon auf dem richtigen Weg? Du betest sogar. Bist du dann nicht auf dem richtigen Weg? Warum machst du diesen Dua? Und das ist Pflicht, wenn du diesen Dua nicht machst, wird das Gebet nicht angenommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diesen Dua gesprochen. Der Prophet, der von Allah subhanahu wa ta'ala über Jibril direkt die Offenbarung bekommen hat. Der Prophet bittet Allah subhanahu wa ta'ala ihm, den geraden Weg zu zeigen. Subhanallah. Wer sind wir dann, dass wir denken, dass wir alles schon wissen? Wenn du mit Leuten diskutierst und redest, dann wirst du merken, dass dann, dass du kannst nicht überzeugen. Er weiß schon alles. Ja? Oder drehen wir den Spieß lieber mal um. Wenn jemand mit dir diskutiert und mit dir redet, wie verhältst du dich da? Verhältst du dich da so, dass du gerne nach der Wahrheit suchst? Oder verhältst du dich in diesem Augenblick so, dass du gewinnen willst? Ihdina as-Sirat al-Mustaqim heißt, ja, dass ich mich gerne anstrengen möchte, dass Allah mir den geraden Weg zeigt. Das heißt, es ist nicht ganz klar, wie ich mich zu verhalten habe. Allah hat gesagt, 1, 2, 3, du darfst nicht lügen, du darfst nicht das und das und das. Wir kennen das, wir sollen beten. Aber im Alltag, wie wir uns verhalten, werden wir unsere Perspektiven immer wieder verändern. Wir werden Neues entdecken, wir werden Neues lernen. Wie ist das im Einklang zu bringen mit dem, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gegeben hat und mit dem, was der Koran uns sagt? Das zu erkennen, ist, das erfordert dann eine Erleuchtung von Allah subhanahu wa ta'ala, der dich dahin bringt. Und es kommt aber nur, wenn du dich dahin begibst. Das heißt, wenn du nachlässig mit deinen Gebeten bist, wenn du nachlässig mit deinem Spirituellen bist, mit deinem Ruh, mit deinem Nafs, dann wirst du verfallen in so einer, ja, etwas, was so ein Konglomerat, was einfach so hängt. Und du entwickelst dich weiter, du wirst größer, Bartwuchs, Haarwuchs und so weiter, alles verändert sich. Aber von innen, das Spirituelle, das verändert sich nicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala möchte ja genau das, dass wir uns innerlich stärken, dass wir spirituell wachsen. Allah schaut nicht auf eure Kleidung und auf euer Aussehen. Allah schaut auf das, was in eurem Herzen ist. Dieses Herz sollen wir versuchen, jedes Mal zu reinigen und zu schauen, dass wir uns bessern. Wir haben im Islam ganz klare Regeln von dem Guten und von dem Bösen. In der heutigen Zeit sind wir in so einem Punkt, wo viele Leute sagen, ja, in jedem Guten ist was Böses, in jedem Bösen ist was Schlechtes und wir wissen nicht genau, was Gut und was Böse ist. Nein, sagen wir. Ja? Wir wissen genau, es gibt Sachen, die sind tugendhaft, die sind gut, und es gibt Sachen, die sind schlecht. Und Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass wir viele gute Sachen tun, dass wir uns positiv entwickeln, dass wir förderlich sind und möchte, dass wir von den schlechten Dingen wegkommen. Und auf diesem Weg gibt es einen wunderschönen Dua, der zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen wurde. Über den lohnt es sich, es zurückzuführen auf Umar ibn Khattab, glaube ich. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. O Allah, zeige uns das Gute als gut und gib, dass wir dem folgen und zeige uns das Schlechte als schlecht, lass uns erkennen, dass es was Schlechtes ist und lass uns davon wegkommen. Das sagen, das ist ein Dua unter den Sahaba gewesen. Die Sahaba, subhanallah, sie bitten Allah darum, dass sie den geraden Weg gezeigt bekommen. Wie verhältst du dich, Bruder? Wie verhältst du dich, liebe Schwester? Bittest du Allah darum, dass er dir den geraden Weg zeigt? Dass er dir das Wahre als wahr erkennen lässt? Oder weißt du schon alles besser? Die Frage sollten wir uns täglich stellen. Nochmal überdenken, reflektieren, schauen, was habe ich eigentlich immer als gegeben hingenommen, aber es könnte doch irgendwie anders sein. Lies den Koran und du wirst dieselbe Ayah komplett unterschiedlich lesen. Wenn du etwas Neues entdeckt hast, etwas Neues gelernt hast, eine Situation trifft ein und dann liest du dieselbe Ayah und du wirst merken, subhanallah, das habe ich so noch nie gesehen.
Ich habe das zwar schon 100-mal, 1000-mal gelesen, weil ich lese jeden Tag Koran. Und im Ramadan lese ich den Koran komplett durch. Aber so habe ich es noch nicht verstanden. Und das ist auch der Sinn, warum wir jeden Tag auch Koran lesen sollen. Wer gut lesen kann, liest eine Seite, ein Juz, ein Hizb. Wer gar nicht lesen kann, der liest eine Ayah. Eine Ayah lesen am Tag ist das Mindeste, aber man sollte versuchen, sich etwas anzustrengen und mehr Koran zu lesen. Das reinigt einen von innen. Festhalten am Buche das von Allah subhanahu wa ta'ala. Er spricht nämlich in diesem Buch, was sehr unglaublich aufgebaut und strukturiert ist. Er spricht nicht nur unseren Verstand an, er spricht auch unser Herz an. Wenn du die Ayat hörst, es wird sich in dir etwas entwickeln. Ob du es möchtest oder nicht, Allah bringt dir das Positive, wenn du diese Ayat liest. Es reinigt dich von innen. Und es gibt eine wunderschöne Geschichte, wo ein alter Mann seinem Enkel sagt, hier hast du einen Korb, geh zum Wasser und bring bitte so einen Papierkorb, so einen Mülleimer. Ja? Bring bitte Wasser vom Fluss. Aber da sind ja über Löcher drin. Mach. Er ist halt hingegangen, hat Wasser geholt, bis er zurückgekommen ist, ist kein Wasser mehr drin gewesen. Er sagt, geh nochmal bitte, hol Wasser. Er ist nochmal hin, hat wieder Wasser geholt, kommt zurück, bis er zurück ist, das ganze Wasser rausgeflossen. Geh nochmal. Das hat er mehrmals gemacht. Und irgendwann mal sagt der Enkel, Opa, warum soll ich das machen? Das Wasser fliegt doch immer raus. Wir haben ja keinen Nutzen davon, wir kennen das nicht. Also wir kriegen kein Wasser damit. Und der Großvater sagt, aber schau dir mal den Mülleimer an. Der ist ganz sauber geworden. Der ist ganz sauber geworden. Auch wenn du den Koran nicht verstehst und du ihn regelmäßig rezitierst und liest, wird es dein Herz reinigen. Dein Herz wird sauber, indem du den Koran liest. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ist es nicht so, dass durch das Gedenken an Allah die Herzen nur ihre Ruhe finden? Wir sollten versuchen, uns in den Gebeten, in unseren gottesdienstlichen Handlungen zu entwickeln, Spirituelles zu erspüren. Wenn wir beten, ist das nicht nur eine Abfolge von Wörtern, die wir sagen, und Bewegungen. Dann können wir auch Yoga machen, das ist kein Problem. Wir wollen beten zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns ihdinas sirat al-mustaqim, dass er uns den geraden Weg zeigt. Das heißt, du musst aktiv nach diesem geraden Weg suchen. Mit einem gesunden Herz wirst du inshallah den richtigen Weg einschlagen können. Wenn du aber Sünden machst, dann gibt es einen kleinen Punkt auf dem Herzen. Machst du noch eine Sünde, gibt es noch mal einen kleinen Punkt und so weiter. Wenn du ganz viele Sünden machst, dann wird dein Herz irgendwann mal schwarz und dunkel und es kann sich nicht entwickeln. Und du erkennst das Gute nicht mehr als gut. Du erkennst das Gute nicht mehr als gut. Und du erkennst vielleicht das Schlechte als etwas Positives. Und wie viele Leute gibt es auf dieser Welt, wo wir das genauso sehen? Warum predige ich oder warum bringe ich meinen Kindern bei, hier, du musst mit deiner Schwester teilen. Du musst vergeben. Du darfst nicht lästern. Du darfst nicht machen und so weiter. Das sind doch, jeder kennt diese Tugenden des Islams. Aber denkt bitte nicht, dass jeder nach diesen Prinzipien lebt. Große Politiker, da heißt es jetzt plötzlich America first. Ja? Nicht teilen, nicht nachgiebig sein. Nein, Egoismus. Wir sind da. Nicht lass uns gemeinsam irgendwie was finden. Wir wissen alle, wir dürfen nicht lästern. Wir dürfen nicht schlecht über die anderen reden. Schaut euch mal die Medien an. Schaut euch mal Publikationen an. Da geht es nur darum, über andere irgendwie Machtinteressen was zu machen. Das heißt, wir entwickeln uns in unserem Herzen, wollen wir was Positives haben, aber wir dürfen nicht dem verfallen und denken, dass alle anderen genauso sind und genauso glauben und genauso positives Herz haben. Aber wie gehe ich mit solchen Leuten um? Was soll ich machen? Das ist eine große Frage. Das ist eine große Herausforderung. Als erstes wollen wir uns ja selbst entwickeln, deswegen müssen wir eingestehen, dass wir Fehler machen. Und deswegen machen wir Tauba. Tauba, jeden Tag.
der Prophet Muhammad sallam hat oft Tauba gemacht. Wenn ich Tauba mache, dann heißt es auch, ich sehe ein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich sehe ein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und das ist die größte Überwindung, die wir haben können, einzusehen, dass wir etwas Falsches gemacht haben. Denn es ist viel einfacher, in seiner Komfortzone zu leben und zu sagen, mir geht's, ich bin richtig, ich bin auf dem geraden Weg. Ja? Alhamdulillah, ich bete, ich faste, ich habe so und so, das und das mache ich. Das ist mein Weg. Und die anderen, die sind alle dumm, die müssen mir folgen. Aber zu erkennen, dass man in seinem Gebet, in seinem Fasten, in seinen Gedanken Fehler macht, das ist eine Aufgabe, die wir uns eigentlich setzen sollten und uns immer wieder verbessern sollten. Und eine sehr gute Methode ist, ja, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Denn immer mehr, wenn wir uns isolieren und rauskommen aus unserer, ja, oder reinkommen in unsere Komfortzone, wir bleiben unter uns, ja, Familie, Freunde, alle so mit denselben Denkstrukturen, da gibt es weniger Reibereien, ich fühle mich wohl, ich fühle mich bestätigt in dem, wie ich bin. Ja, da lebt sich's gut. Aber ich erkenne auf Dauer nicht, was für Fehler ich habe. Weil du nämlich in einem isolierten Raum bist. Gehst du aber hinaus in diese große, weite Welt, kommst mit Andersgläubigen in Kontakt, kommst mit Andersdenkenden in Kontakt oder mit also Muslimen, aber auf einer ganz anderen Ebene, in ganz anderen Ländern, dann wirst du auf einmal merken, subhanallah, das, was ich die ganze Zeit dachte, dass das so Standard ist, ist auf einmal doch nicht Standard. Da gibt es nochmal Diskussionsbedarf. Da kann ich nochmal einiges überdenken. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Eine wunderschöne Ayat, die Ayat, die ich super liebe. Und geht umher auf diese Erde und esst von seinen Gaben. فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Eigentlich für uns ist das ein, wir sollen also reisen und essen, ja, von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Das heißt, bitte nach China gehen, ja, und Chinesisch essen. Bitte nach Indonesien gehen und Indonesisch essen. Bitte nach Eritrea gehen und Eritreisch essen. Bitte nach Indien gehen und Indisch essen. Warum? Weil wir in dem Kontakt mit diesen anderen Völkern plötzlich ganz neue Dinge erkennen und sehen. Und dann reflektieren in jedem Gebet. Subhanallah, Allah, Dankeschön, dass ich das gesehen habe. Bitte gib, dass ich dem Richtigen folge und von dem Schlechten wegkomme. Wir müssen eingestehen, dass wir als muslimische Gemeinschaft viele Fehler machen. Und zu erkennen, dass wir Fehler machen, ist eine schwere Überwindung. Aber in Diskussionen, in einer Selbstreflexion, dann werden wir das merken. Wenn wir nur in unserer Komfortzone bleiben, dann werden wir über nicht sehr intelligente Dinge diskutieren, ja, und wir verharren und wir streiten uns über die Farbe des Bartes und die Länge der Hose und so, also Sachen, wo man überlegt, subhanallah, ist deswegen jetzt der Prophet Muhammad sallam auf die Erde gekommen und will uns hier von der Hölle zum Paradies bringen? Oder sind es nicht ganz andere Ideen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns mitteilen möchte? Diese Diskussionen über diese Kleinigkeiten verfallen, wenn du plötzlich Riesenunterschiede siehst, wie Muslime in China leben. Ich kann euch erzählen, als ich das erste Mal in China war und im Gebet hinter chinesischen Muslimen in einer abgelegenen Stadt, subhanallah, irgendwie kamen die Tränen und ich musste lachen. Er hat angefangen zu beten, Allahu Akbar, also die Iqama war so, dass er dann schon bei Qad Qamat as-Salah hat der Imam schon Allahu Akbar gesagt und alle anderen mit. Und er hat dann weiter mit Qad Qamat as-Salah, Qad Qamat as-Salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, während die anderen schon alle im Gebet sind. Und ich wusste auch nicht, was soll ich jetzt da machen in dieser Situation? Soll ich jetzt auch, normalerweise wartet man jetzt, bis es zu Ende ist mit der Iqama. Aber bei Qad Qamat as-Salah hat er schon Takbirat al-Ihram gemacht und die anderen sind alle mitgekommen.
schwierige Situation, aber man überlegt, was ist da los? Und dann war das zu Ende, ich habe halt mitgebetet. Und dann hat er angefangen zu rezitieren, den Koran auf Arabisch in chinesischer Aussprache. Ja, subhanallah. Ich dachte, ich bin in einem buddhistischen Tempel. Mit diesen Höhen und ich habe nichts verstanden von dem, wie er Koran gelesen hat. Und das ist die Fatiha gewesen. Ich musste mein Gebet abbrechen, weil ich lachen musste. Aber ich reflektiere und überlege und subhanallah, diese Muslime, die sind in China, sind aber Muslime und sie haben den Koran bekommen und sie haben den in ihrer Kultur sozusagen angepasst. Natürlich müssen wir versuchen, den Koran richtig zu lesen, so wie wir es haben. Aber wir sind auf einer ganz anderen Ebene und auf einer ganz anderen Stufe plötzlich in der Diskussion, wenn wir mit diskutieren wollen. Dann sind diese Kleinigkeiten, über die wir vorher gesprochen haben, total unwichtig. Raus aus der Komfortzone und mit anderen Gedanken konfrontiert werden, ist nicht für jedermann einfach oder gut umsetzbar. Aber wir sollten uns motivieren, etwas in diese Richtung zu arbeiten. Leute, die das richtig gut verwalten können und sich gut auch verhalten können, die sollen das unbedingt tun. Lasst uns ein kurzes Bittgebet sprechen zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir das Richtige als richtig erkennen und das Falsche als falsch. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Diese Aktivität, die wir haben sollen, steht vielfach im Koran. Wisst, Surat al-Kahf, am Freitag sollten wir lesen, da merkt ihr, wie Musa a.s. losgezogen ist, um jemanden zu treffen und die sind dann losgegangen, um was Neues zu lernen. Dhul Qarnayn, ja, von Talaqa oder von, die ganze Zeit, ja, der ist unterwegs gewesen, aktiv gewesen. Wir sollen auch so aktiv sein, wir sollen auch aktiv werden, wir sollen uns rausbewegen aus unserer Komfortzone. Und eine Sache, die wir uns eingestehen möchten, und deswegen ist das, worauf ich auch hinarbeiten möchte, ist unter anderem auch zu erkennen, dass wir wenig Wissen haben über unsere eigene Religion. Denken aber, dass wir mit dem kleinen Wissen, was wir über unsere eigene Religion haben, die ganze Welt bekehren können, während aber die ganze Welt die muslimische Mensch oder die muslimischen Gemeinden sozusagen führen. Paradox, ja? Wir sollten überdenken, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Zeit die Menschen zum Positiven verändert hat. Wie Völker sich gestritten haben und plötzlich Frieden geschlossen haben. Wie ein neues Marktwirtschaftssystem sich entwickelt hat. Wie Völker sich gegenseitig geheiratet haben, wie die Sklaverei abgeschafft wurde und so weiter. All diese Sachen wurden gemacht zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber nicht, indem er es nur gesagt hat, sondern es wurde auch wirklich praktiziert. Und ein Beispiel, das ich euch gerne bringen möchte, um das zu beweisen, dass wir wenig über unseren Islam und unsere Geschichte und dass wir wenig Wissen in diesem Gebiet haben, ist ein wunderschönes Land namens Usbekistan. Die meisten sind wahrscheinlich nicht in Usbekistan gewesen und kennen auch sehr wenig von dem, was es in Usbekistan gegeben hat. Usbekistan ist ein Land, durch den diese Seidenstraße bis nach China, von China bis hierher nach Europa geführt hat. Die größten Gelehrten und die größten Schulen und die größten Madrasas sind in diesem Gebiet. So viele Menschen haben den Islam nach vorne gebracht, die aus diesem Land stammen, aus Usbekistan. Wenn man jetzt so fragen würde, wen kennt ihr denn aus Usbekistan, welcher große Imam, wenn vielleicht kommt jemand auf Imam Bukhari. Imam Bukhari, der die Sahih al-Bukhari verfasst hat, der ist aus Bukhara. Und Bukhara ist eine große Stadt und eine zentrale Stadt an der Seidenstraße in Usbekistan. Imam Bukhari ist dann, nachdem die Muslime zum Islam gekommen sind, runtergekommen und hat die größten
die hat so viel Arbeit geleistet, um Hadithe zu sammeln, um zu sehen, was ist richtig, was ist falsch. Und er ist da so methodologisch korrekt vorangegangen und sehr weise und sehr schlau und hat dann den Sahih al-Bukhari rausgebracht, was für uns so nach dem Koran das richtigste Buch auf dieser Erde ist. Subhanallah, was für ein Denker. Wen gibt es aber noch alles aus Usbekistan? Wir kennen halt, wie gesagt, und wenn wir darüber reden, unsere Geschichte, unser Islam, wir wissen alles. Wir reden manchmal über Spanien, wir reden manchmal über Ägypten, wir reden manchmal über, ja, wenn es auch gut kommt, über Bagdad oder über den Irak. Es gibt eine Stadt in Usbekistan, die heißt Tirmid. Und plötzlich merken wir, aha, Tirmidhi, auch ein Hadith-Gelehrter, auch ein großer Gelehrter, der viele schöne Bücher geschrieben hat, auch aus Usbekistan. Es gibt einen Gelehrten, Al-Maturidi, ein großer Geistesgelehrter des Islams, der Al-Ash'ari-Schule und Maturidi-Schule, das ist so das, was die Aqida-Schule des Islams ist, kommt aus Usbekistan. Al-Biruni hat die Erdumdrehung oder hat den Umfang der Erde schon vor 1000 Jahren berechnet und abweichend zu unserem modernen System von 30 Kilometern oder so etwas in der Richtung, einer der größten Gelehrten, Al-Biruni aus Usbekistan. Wir haben Ibn Sina, einer der größten Philosophen und der größte Fürst der Erzen aus Usbekistan. Wir haben Naqshband, einer der größten Spirituellen aus Usbekistan. Naqshband ist eine Stadt in Usbekistan. Wir haben viele andere noch, die Samarkandi und Khawarizmi, der Begründer von der Algebra ist aus Khawarizm. Khawarizm ist in Usbekistan. Und viele andere Gelehrte, ja, die aus diesem Land stammen. Subhanallah. Wer hat das gewusst? Wer hat das gewusst, dass dieses Land so reich ist? Die Bibliothek in Bukhara war eine der größten und stärksten Bibliotheken, was die Wissenschaft anbelangt. Die haben die besten Bücher dort gehabt. Das ganze muslimische Erbe ist von dort auch mitgewachsen. Das ganze Wissen kam ja dann sozusagen auch in das islamische Land rüber. Falls ihr euch fragt, was ich hier auf dem Kopf habe und warum ich das hier anhabe, das kommt aus Usbekistan und soll uns ein Zeichen sein, ja, dafür, dass wir Wissen aneignen sollten, wenn ihr mal da hingeht und diese Madrasas besucht und seht, wie diese Madrasas aufgebaut sind, da ist in Aqida, Fiqh, Hadith, Tafsir und so weiter alles drin, aber dann Astronomie, Gesellschaftslehre, Soziologie, all diese Themen werden dort in den Madrasas geschult und die großen Gelehrten saßen dann da und die gingen dann die ganzen Bücher einzeln durch. Subhanallah, du kriegst Gänsehaut, wenn du das siehst. Und wir erkennen, dass wir mit dem, wie wir diskutieren und das, was wir an Wissen haben, eigentlich nur eine Kleinigkeit ist von dem, was es alles an diesem Wissen gibt. Und das meiste ist eigentlich schon wieder vergessen sogar. Wir hoffen, dass wir dieses Wissen, das Erbe, wieder auffrischen können, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir einsehen, dass wir uns noch mehr entwickeln müssen, dass wir Neues lernen sollen, dass wir unsere Sünden reflektieren. Und als Zeichen dafür würde ich gerne dieses Gewand mit dieser Mütze hier belassen, damit man erkennt, hier, wir sind auf der Suche. Wir sind auf der Suche, uns selbst zu reinigen. Wir sind auf der Suche nach der Wahrheit. Wir wollen gucken, wie große Imame sich entwickelt haben, um Großes auch zu bewegen. Wir wollen versuchen, diesen Weg auch einzuschlagen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von unseren Sünden befreien. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu verhelfen, dass wir unser Herz reinigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, dass wir in die Fußstapfen der großen Gelehrten eintreten können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ganz viel Wissen geben und uns das Wahre als wahr erkennen lassen und das Schlechte als schlecht. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den wahren Weg befolgen lassen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen, den falschen Weg einzugehen. Mögen wir ein positiver Baustein in dieser Gesellschaft sein, diese Menschheit von den schlechten Dingen zum Guten führen. Mögen wir das wirklich umsetzen können, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es auch getan hat. Mögen wir uns selbst täglich 5-mal selbst reflektieren, unser Wissen, unser Verhalten, unsere innere Einstellung optimieren. Mögen wir unsere Absicht, inshallah, für Allah subhanahu wa ta'ala sein lassen. Astaghfirullah al-azim, alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, wa atubu ilayhi.